Oh mein Gott, neuer Part von Let's Play Pokémon Platin. Letztes Mal haben wir mit einem Kampf abbrechen müssen. Ja, tut mir sehr leid. Aber jetzt geht's mit vollem Elan weiter und wir verprügeln erstmal mal Hollow. Yeah, yeah, yeah. Boah, mein Gott, Militier. Was soll ich gegen es nur tun? Da, Eros. Abgerecht Level 32. Ich darf ihn jetzt trotzdem noch ein bisschen vorne behalten. Obwohl, nee, stimmt. Wir könnten jetzt direkt schon mit die Zwette machen. Grundzone, aber erstmal lassen wir noch Staraffia voll. Und Waschok erkennt Staraffia. Naja. Tschüss. Hone. Strafe erhält XP. Gut. Ich konnte den Fick nicht zwingen. Spaß. Oh nein. Jetzt hingehen, dann stehen wir nicht mehr beide im Weg. Ah. Na gut, ich kann eh da hinten raus, von da ist eh wurscht. Komm her. Mit einer Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ja, für die Hoffnung. Hey, hat er recht. Das ist ja geil. Da-da-da-da-dim. Auf Klöten. Klöten. Lustig. Und jetzt werden wir mit unserem Staraffia dieses Gebunke mit einem gezielten Aeroanz aushalten und Vernichtung. So, jetzt habt ihr es mit Staraffia dank dem Typ Vorteil dieses Viehgruppe gepumpt. So, jetzt kommt ein Massock, die Weiterentwicklung des Macholo. Nun werden wir erneut an Eros einsetzen. So, und nun sollte das Vieh so gut wie tot sein. Ein Ruckzuckhieb sollte nach dieser nutzlosen Attacke das Teil finden. Aber ich habe zu schnell gedrückt, also musste ein zweites Aeroass erhalten. Mein Gott. Sprachfehler vor Beginn. Wir waren nicht gut genug, viel hat uns aber allerdings nicht gefehlt. Doch. Oh mein Gott. Lass mich fliegen, aber was ist wurscht, was ist denn die Pone, oder? Oder das war falsch, oder? Nein. Das ist sowieso egal, ich kann es ja. Ja! I'm so fucking aus. Muss ich mal überlegen. Das kann ich von mir aus. Das brauche ich gar nicht weg. Oh doch, muss ich wegpauen. Komm mal her. Und lass ihn mal darüber schieben. Pauen. Oh. War das jetzt dumm? Ja, das war definitiv dumm. Ich jetzt nach oben, von da aus nach links und dann nach unten. Oh Gott. Aber okay, wir können es zum Glück zurückschieben. Wunderbar. Wunderbar. Dann hallo. Nein! Oh. Brauche wahrscheinlich noch eine ganze Folge, bis ich bei der Tussi da oben dran bin. Und ich werde wahrscheinlich die ganze Folge brauchen, um die zu besiegen, weil die ist so knüppelhart teilweise. Da-da-da-da.
da 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 und wing. Frisst es. Hauen. Wir sind der Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Tränen. Ja, für die Tränen! Wow, super. Scaraborn. Kampfkäfer. Ich sag's jetzt mal so, mein Freund. Tschüss. Ja, das war doch ein ziemlich gutes Spawn, ne? Arrivederci. Tschüss, adios, muchacho. Bodycheck. Selbstverletzen? Nein. Ja. Super. Irgendwo du besiegst. Ich bin so hungrig, ich habe keine Stärke in mir. Ich mein Problem. Und tschüss. Oh, da komme ich gar nicht vorbei. Ah ja, ich kann ja mit dem Ding hier so. Nee. Au. Nun können wir hier ab durch die Mitte. Und dieses Ding hier anschieben. Nee, au. Nee. Schön. So, damit ich nochmal schnell meine Pokémon auffrischen, wenn was aufzufrischen gibt. Nein, alles okay. Mit der Raffia geht's los und ich setze hier lieber in Safe State, weil bei der kann ich wirklich nichts verkacken. Steht hier hinten. Jeden Tag eine gute Tat. Ein Tag nach dem anderen. Den Gegner sollst du schätzen, dann jeder ist einzigartig. Okay, los geht's. Hallo, schön, ich kenne dich. Ich bin der Regenleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein. Und Arenenleiter bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Wie sie sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Hilda! Okay. Sieht witzig aus, aber sich nicht unterschätzen. Erstmal irgendwie die Tier. Das ist eigentlich keine große Gefahr. Zumal wir jetzt seine Verteidigung, seinen Angriff erstmal halbieren. Okay, Flügelschlag. Sollte es fast killen oder schon ganz? Ja, perfekt, Volltreffer. Das freut mich jetzt sehr. Diese Paar wird auch wieder kürzer sein. Ich finde, nämlich nur die Arena machen. Dann beim nächsten Mal machen wir richtig weiter. Okay, jetzt kommt ihr Mashup. Ist gleich Level 30 oder so. Ah, 29. Und nochmal Flügelschlag. Sollte es eigentlich überleben. Ja. Okay, Felsgrab. Oh shit. Oh. Naja, Flügelschlag und weg. So, das waren die ersten Pokémon, die sind eigentlich gar nicht mal so hart. Wie gesagt, die habe ich eigentlich relativ schnell gekommen. Jetzt wird's richtig übel. Denn jetzt kommt Lucario. Oh mein Gott. Lucario, ein legendäres Pokémon. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Typ, Ableiti. Eine übelste Attacke. Macht sehr viel Schaden, glaube 70 Schaden. Und füllt ab, KP wieder auf. Normal effektiv, okay. Ja, was? Das ist sowieso egal. Oh mein Gott, Metallklaue! Warum kannst du Metallklaue? Ah ja, stimmt, das ist ja Typ Stahl. Auch irgendwie, meine ich. Und jetzt kommt mal Ponita raus. Das ist Drache, Stahl oder irgendwie so war das. Flammenrad. Mein Gott, Ableiti.
Wow! Nicht lustig. Genau, es war Drachenstahl. Okay. Ich stecke mal öfters in der Klemme, oder? Ja. Okay, mal schauen. Ah, Kraftwelle. Sollten wir theoretisch überleben? Ah, shit. Okay, wir brauchen jetzt ein schnelles Pokémon. Rennen. Genau, rennen. Jetzt Funkensprung vernichte es. Nein, es ist schneller. Nein. Oh gut. Oh nein. Oh Gott. Gut, okay. Lucario ist weg. Ja. Okay, ihr habt schon gesehen, ist Lucario, aber das war jetzt also. Das ist nicht hinzuschätzen. Wenn man jetzt nicht so mehr nicht so solche Level hat wie ich, dann knüppelt einen das wirklich rein. Ich muss die Liegenlage akzeptieren. Wein. Okay, du hast gewonnen. Dies war eine schwere Niederlage für mich, aber ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Bergorden von Hilda. Ich sollte dir den Orden der Pokémon-Liga erklären. Diesen offiziellen Orden kannst du dich haben Form fliegen, außerhalb des Kampfes. Von Kämpfen verwenden. Oh, du hast ja 4 Orden. Das heißt, dass Pokémon Level 50 gerochen werden. Das ist auch für dich. Term 60. Das ist der Ablehr-Typ. Die Attacke Ablehr-Typ. Sie fügt dem Schaden zu. Dem Zielschaden zu uns. Ja. Wie geht's noch hier raus? Heilen unsere Viecher. Mal schauen, was noch auf uns zukommt. Dann beende ich schon den Part. Also frühzeitig halt. Aber dafür habt ihr eine ganze Arena gesehen und einen ziemlich spannenden Kampf, wie ich finde. Das sollte Entschuldigung genug sein. Ach ja. Lucia! Mal ein Glück, dass du hier bist. Kannst du mir bitte helfen? Ein paar dieser Rüppel von Team Galactic haben sich mein Pokédex geschnappt. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Allein kann ich nicht zurückholen. Ich warte vor dem Lagerraum von Team Galactic auf dich. Bitte komm. Okay. Ja, beim nächsten Mal, wenn wir der kleinen Lucia ein bisschen helfen. Das sind nur so brave Bubis. Na, 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 na. So, Leute. Dann verabschiede ich mich schon mal. Oh, das interessiert mich nicht, was da schon mal von euch. Und bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Platin.